Jo Leute, hier ist wieder euer Casino-Kontrolleur Beck am Start. Nach dem phänomenalen Abstecher im Starlight Princess Slot habe ich mich entgegen meiner eigenen Erwartung in keinen weiteren Pragmatic Slot eingefunden. Stattdessen werde ich mich an ein paar Bonus-Buys in Joker-Bombs ranwagen. Hierzu stehen mir unverändert 127.000 Euro zur Verfügung, denn Löwenanteil habe ich hierbei tatsächlich nicht eingezahlt. Sofern ihr euch für die Ursprünge dieser Balance interessiert, könnt ihr gerne meine vorhergehenden Videos abchecken. Jene sollten das mehr oder weniger erklären. Unabhängig davon werde ich mich heute, wie bereits angebracht, an ein paar Bonus-Buys versuchen. Ich werde mir in meinem Fall 5 10.000 Euro Freispiele im Joker-Bomb-Slot zulegen und einige von euch konnten es sicherlich schon anhand meiner Stimmlage feststellen. Man munkelt, ich sei mal wieder ein wenig verkältet. Nehmt mir meine mehr oder weniger außergewöhnliche Stimme bitte nicht allzu übel. Aber genug dazu, ich werde mich wie bereits angebracht an ein paar Bonus-Buys ranwagen und ich starte direkt mit dem ersten 10.000 Euro Bonus-Buy. Ist natürlich kein allzu günstiger Bonus, ist jetzt aber auch nicht gerade ein extremst teurer Bonus. Vom Prinzip her ist der Slot extremst gut gelungen, es gibt hier verschiedene Multiplikatoren. Der Slot ähnelt von der Funktionsweise tatsächlich Sweet Bonanza. Im Vergleich zu Sweet Bonanza gibt es hier verschiedene Multiplikatoren, welche sich gegebenenfalls addieren, beziehungsweise mittels der pinken Bombe tatsächlich multiplizieren. Summa summarum ist hier eigentlich einiges drin, die Hexo Games sind so und so zurzeit die beliebtesten Spiele. Ich hoffe einfach mal, dass mich Joker Bombs nicht hängen lässt, dass ich heute mit einem guten Bonus rausgehe und dass ich vorerst die Turbo Spins deaktiviere. Sonst schaue ich mir diese 10.000 Euro Bonus-Buys eigentlich immer gerne an. Sind jetzt keine mega günstigen Freispiele. Ich bräuchte eine Verbindung auf den Rubinen. Die bekomme ich tatsächlich nicht. Der erste Bonus sieht tatsächlich extrem schlecht aus. Ist ein 10.000 Euro Bonus, das sollte man nicht vergessen. Mir stehen nach 7 Spins tatsächlich nur 1.000 Euro zur Verfügung. Mehr werden es nicht sein. Ich bekomme einen 7er Multiplikator. So gesehen ein 1.050 Euro Gewinn. Es läuft bis dato tatsächlich extremst schlecht. Die meisten Spins sind durch und summa summarum stehen mir tatsächlich 1450 Euro zu Buche. Der erste Bonus zeichnet sich überhaupt nicht aus. Ich verzocke direkt 8500 Euro. Das ist nicht gerade ein erfreulicher Start. 85% meines Einsatzes sind futsch. Das ging tatsächlich extremst schnell. Ist tatsächlich recht schade. Besitzt dennoch wenig Aussagekraft, sofern ich in den kommenden 4 Freispielen einen soliden Bonus bekommen könnte. Könnte ich im besten Fall noch immer mit ein bisschen Plus rausgehen, sofern ich frühzeitig einen phänomenalen Bonus bekomme, spare ich mir natürlich wieder ein paar Freispiele. Währenddem ich mir den nächsten Bonus anschaue, möchte ich nochmal ganz kurz mein Gewinnspiel anschneiden. Ich habe schon des Öfteren erläutert, ich verlose im Monat Februar 1500 Euro. Den Link dazu findet ihr in der Beschreibung. Die Teilnahme ist kostenfrei und an keine Form von Bedingungen gebunden. Das könnt ihr bei Interesse gerne abchecken. Sofern ihr selbst im Stake Casino spielen möchtet, kann ich euch das schlichtweg nicht unterbinden. Spielt, sofern ihr spielt, bitte immer verantwortungsbewusst und mit Maß und Ziel. Solche extraorbitanten Einsätze sind für den Otto-Normalverbraucher auf Langzeit nicht finanzierbar. Diese 10.000 Euro Bonus-Buys befinden sich auch bei mir am Ende des Spektrums. Allzu viel größere Bonus-Buys kann ich mir auf Langzeit schlichtweg auch schwer leisten. Seid also bitte auf der Hut, macht's mir nicht nach. Drückt mir gerne die Daumen und zockt im besten Fall gar nicht. Das ist am Ende des Tages immer die beste Entscheidung. Ich bekomme einen sehr, sehr guten Clear. Jetzt bräuchte ich einen guten Multi. Ich bekomme Greens. Gib mir einen Multi, bitte einen 10er Multi. Einen 2er Multi. Ich meine, es ist besser als nichts, ich bekomme einen 2400 Euro Gewinn. Der Bonus ist tatsächlich besser wie der vorhergehende Bonus, das war nicht mega schwer. Ist aber tatsächlich schon wahr, ich bekomme im schlechtesten Fall einen 2650 Euro Gewinn. Ich bekomme eine weitere Verbindung, mit Optimismus verbinde ich die Pink Tiles. Jetzt bräuchte ich einen weiteren Multi, den bekomme ich tatsächlich nicht, ist ein weiterer 1200 Euro Gewinn. Läuft bis dato tatsächlich mittelmäßig. Ein gutes Board, leider keine Verbindungen. Ich bräuchte eine Verbindung auf den Herzen oder gegebenenfalls Multis. Gib mir einen 10er Multi. 1600 Euro Gewinn. Ihr habt sicherlich schon festgestellt, diese blauen Bomben beinhalten tatsächlich random Multis. Die gelben kreditieren mir fixierte Multiplikatoren von 1 bis 5. Und die pinken multiplizieren die Multiplikatoren. Ist eigentlich recht simpel. Obwohl der Bonus tatsächlich den vorhergehenden Bonus doch deutlich übertrifft, ist es trotzdem der zweite Minus-Bonus-Buy. Ich verliere in meinem Fall 50%, ist so gesehen der zweite Laesio Enormis. Binnen zweier Boni wurde ich so gesehen um ca. 12.000 Euro erleichtert, sowas um den Dreh. Es läuft jetzt nicht gerade mega gut. Ich kaufe mir den dritten und somit vorletzten 10.000 Euro Bonus. Ich könnte mir rein theoretisch auch einen größeren Bonus kaufen. Ich werde es aus reinen rationalen Gründen nicht machen, diese 10.000 Euro Bonus-Buys sind mir teuer genug.
Und sofern es so weiterläuft, ist der Starlight Princess Gewinn bald wieder futsch. Nuller-Multi wäre echt frech, bitte. Ist das echt ein Nuller-Multi? Bitte jetzt eine Verbindung auf den blauen Symbolen. Okay, schön. Und es könnte gut sein, wenn ich noch etwas verbinden würde. Bekomme einen soliden Multi, gib mir einen 10er-Multi. 2er-Multi. Ich meine, es ist ein 3000-Euro-Gewinn. Sah zwischenzeitlich schlechter aus. Ist natürlich ein weiterer, deutlicher Minusbonus bei. Ich hätte aber rein theoretisch auch einen Nuller-Multi mitnehmen können. Dementsprechend bin ich mit diesen 7000 Euro Verlust eigentlich ganz zufrieden. Ey, langsam aber sicher wäre ein guter Zeitpunkt für einen guten Bonus. Bitte Joker-Bombs, lass mich nicht hängen. Das wäre wirklich frech, wenn ich hier in 5 Freispielen keinen einzigen Profit-Bonus bekommen könnte. Ist natürlich ein recht volatiler Slot. So gesehen ist es definitiv möglich. Wahrscheinlich ist es unter keinen Umständen. Die RTP beläuft sich hier auf ca. 96%. So gesehen sollte ich pro Bonus effektiv 9600 Euro zurückbekommen. Bis dato untertreffe ich diesen Schwellenwert aber doch mehr als deutlich. Ich bekomme eine Mini-Verbindung, einen Mini-Gewinn. In meinem Fall gewinne ich 1750 Euro, beziehungsweise 1800 Euro. Sofern ich das in jedem Spin bekomme, wäre das eigentlich ganz okay. Ich bekomme aber effektiv nichts, wieder nichts. Mit Optimismus die Blue Tiles. Oder eben wieder nichts. Gib mir einen 10er Multi. Das ist mindestens ein mittelmäßiger Gewinn. 3000 Euro. Das ist tatsächlich der zweitbeste Bonus. Sofern ich noch eine weitere Verbindung bekomme, ist es tatsächlich der beste Bonus. Greens wären super. Verbinde ich natürlich nicht. Ich bekomme in diesem Fall gute Multis, aber einen schlechten Tumblewind. So gesehen bringt mir das überhaupt nichts. Ist natürlich ein 400 Euro Gewinn. Besser als nichts. Der beste Bonus ist trotzdem ein deutlicher Minusbonusball. Echt mies. Wirklich, wirklich, wirklich mies. Ich werde wohl oder übel den sechsstelligen Schwellenwert mal wieder durchbrechen. Vielleicht zeichnet sich der letzte Bonus aus, ansonsten verliere ich heute doch einiges. Am Ende des Tages kann auch ich nicht immer gewinnen. So gesehen ist es wohl oder übel selbsterklärend. Recht ist es mir trotzdem nicht. Also 50.000 Euro Wager und einen effektiven Verlust von ca. 30.000 Euro, sowas um den Dreh. Das geht definitiv besser. Ich bekomme einen 1350 Euro Gewinn. Ich bräuchte halt einfach einen guten Clear mit ein paar Multis. Ich bekomme mit Optimismus einen Retrigger oder mindestens eine weitere Verbindung. Etwas. Pings wären super. Pings sind super. Gute Multis. Jetzt einen weiteren Multidrop. Retrigger, okay. Der erste solide Hit. Gib mir einen 50er Multi. Das ist ein solider Hit. Das ist tatsächlich der erste Break-Even-Bonus. Ich bekomme 5 weitere Spins kreditiert. Vielleicht lässt sich ja doch noch irgendwas richten. Sofern ich jetzt ein ganz gutes Board kriege, wäre das phänomenal. Ansonsten sei es drum. Krieg hier nichts. Wieder nichts. Wieder nichts. Wieder nichts. Der Retrigger war wohl oder übel für die Cuts. Ich meine, es ist ein weiterer 1000 Euro Gewinn. Nehme ich gerne mit. Diminuiert meine Verluste. Vielleicht bringen mir die letzten 5 Spins noch irgendetwas. Ansonsten bekomme ich mindestens einen profitablen Bonus. Wobei ich diesen Bonus tatsächlich eher als Break-Even-Bonus betiteln würde. Ich bekomme einen 11.000 Euro Gewinn. Ich gewinne in diesem Fall so gesehen 1.860 Euro. Ich könnte jetzt rein theoretisch mit ca. 20.000 Euro Minus rausgehen. Ich probiere es tatsächlich ein 6. Mal. Ich habe es irgendwie im Blut, dass ich nicht permanent abgezogen werde. Ist wohl oder übel nur eine Nebenerscheinung der Spielsucht. Es wäre mir aber trotzdem recht, wenn ich hier mindestens einen soliden Bonus bekommen könnte. Und unmöglich ist es wohl auch nicht. Bekomme ich jetzt den Nuller Multi? Wirklich? Eine Nuller Multi. Es wird kein Nuller Multi, es wird im schlechtesten Fall ein 0,5er Multi. Es ist trotzdem katastrophal, also freuen kann ich mich drüber nicht. Nichts. Super, okay.
Den Bonus hätte ich mir sparen sollen. Jetzt gehe ich tatsächlich raus. Ich hoffe, euch hat dieses Video trotzdem zugesagt. Cheers.